Der Winter steht vor der Tür und einen kurzen, aber heftigen Vorboten hatte er vor gut zwei Wochen bereits nach Thüringen geschickt. Glücklicherweise waren diese nicht so schneereich wie in der Saison 2010, aber das könnte ja noch werden. Was bei solchem Wetter immer wieder vergessen wird, ist die Pflicht der Lkw-Fahrer, ihre Planen von Eisplatten und Schnee zu befreien. Denn diese können sich während der Fahrt lösen und für den nachfolgenden Verkehr zu bedrohlichen Geschossen werden. Der erstaunlich frühe Wintereinbruch hier in Thüringen hat zu mindestens 5 Verkehrsunfällen geführt, in denen Schnee oder Eis von Lkw zu Verkehrsunfällen geführt hat. Also wir hatten auch schon einen Fall, da hat sich so eine Schnee- und Eisplatte vom Lkw gelöst und hat die Frontscheibe eines Busses beschädigt. Die Scheibe ist richtig zersplittert und der Busfahrer konnte ihn rechtzeitig halten. Damit es erst gar nicht so weit kommt, sind in den letzten Jahren immer mehr Gerüste auf Rastplätzen entlang der Thüringer A4 und A9 aufgestellt worden, um es den Lkw-Fahrern zu ermöglichen, ihre Fahrzeuge sicher für den Verkehr zu machen. Leider ist es halt so, dass aber dann die Sicherheitsvorschriften eben sagen, du darfst nicht auf eine Leiter steigen, darfst nicht von der Leiter aus schieben. Ja, was soll der gute Mann machen? Soll er hochklettern auf allen Vieren, über die Plane wegkrabbeln? Geht schlecht. So, deshalb haben wir schon über die ganzen Jahre die Möglichkeit gesucht, durch Sponsorengelder Anlagen anzubieten. So sind nach Angaben des Landesverbandes derzeit 8 dieser Gerüst- oder Containerkonstruktionen an den beiden Autobahnen 4 und 9 im Freistaat aufgestellt. Jede davon belastet das Budget des Verbandes mit rund 1.000 Euro pro Wintersaison. Deshalb ist man froh, Sponsoren gefunden zu haben, um das Netz der Räumgerüste weiter ausbauen zu können. Doch ist das Finden eines Rastplatzes mit einer solchen Konstruktion nicht allzu einfach. Leider ist es so, dass wir im Bereich der Verkehrszeichen, der Hinweiszeichen noch nicht den Durchbruch erreicht haben. Da sind wir noch in den Gesprächen und nutzen alle möglichen Kanäle, dass auf den Vorwegweisungen zu den Parkplätzen, die also mir anbieten, dort finden Imbiss oder Toiletten oder Ähnliches statt, dass dort durch ein Piktogramm, ähnlich wie wir es hier bereits sehen, der Hinweis kommt, hier gibt es auch eine Möglichkeit, die Oberfläche von Eis und Schnee zu beräumen. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die Lkw-Fahrer nicht wegen ihres Termindrucks ihre eigentlichen Pflichten vernachlässigen und somit zu fahrenden Eis- und Schneeschleudern werden.